Beat Bösiger, Steinbildhauer, seit 1980 freischaffend, ich habe eine liebe Frau, vier lustige Kinder und einen Beruf, den ich immer noch liebe. Ich arbeite mit einem Rohstoff. Von diesem Rohstoff gibt es en masse und ist für jeden von uns alle zugänglich. Bei diesem Rohstoff handelt es sich um Emotionen und um Gefühle. Ein Musiker setzt das in Form von Melodien um, ein Tänzer in Bewegung, ein Artist im Zirkus bringt die Leute zum Lachen oder zum Brüllen. Ich mache aus dem Rohstoff Formen und wenn ich male, Farben. Ich werde immer wieder gefragt, von wo ich die Ideen hernehme. Die komme ich beim Arbeiten über. Die Kugel kommt in vielen von meinen Arbeiten vor. Sie symbolisiert das Perfekte, das Göttliche und die Seele. Das ist ein Tessiner Granitfels. Alles aus einem Stück rausgehauen. Und da liegt sie. Die Seele von diesem Stein. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich liebe meinen Beruf. Ein Grund dafür ist die Vielfältigkeit. Mit der klassischen Bildhauerei, mit den braunen Skulpturen, mit den Awards, die ich mache, und eben auch Bilder. Glas, Stein, zwei Materialien, die ich zusammenbringen will. Das ist ein Modell für eine Grosskulptur.